Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ja etwas größeren Jahresrückblick 2020. Das Jahr ist wahrscheinlich auch für viele zum Glück zu Ende, ja, damit man das endlich mal abhaken kann. Und ich habe hier heute einen sehr, sehr tollen Gast, den Helmut. Ja, ich glaube, mittlerweile werden ihn wahrscheinlich alle kennen. Und wir werden heute mal so ein bisschen über das Jahr 2020 sprechen. Und vor allem dann auch über die Zukunft, über das Jahr 2021, über verschiedene, ja, ich sag mal, verschiedene Strategien. Viele haben auch gefragt, wie das mit dem Thema Value aussieht, weil dieses Jahr war ja gefühlt, ich sag mal so, dieser Technologiesektor voll im Fokus und ist auch mega gut gelaufen, also kann man da gar nicht abstreiten. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, lieber Helmut, ist, wie war denn für dich generell das Jahr 2020 jetzt im Rückblick? Ja, also zunächst einmal hallo Maxim und auch hallo an alle, die jetzt zuhören und zusehen dann. Ich hoffe zunächst mal alle hatten ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und ich sag mal so, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind ja auch dann häufig mal so für Börsianer geeignet, mal zurückzuschauen. Absolut, ja. Was hat uns denn dieses Jahr gebracht? Mhm. Und da muss man natürlich dann Folgendes sehen, weil Jahresende ist ja auch immer der Zeitpunkt, wo eben ja alle mit ihren Börsenprognosen rauskommen. Mhm. Und ich hatte eben letztes Jahr, Ende 2019, von meinem, also eine der besten, Börsenprognosen sind eigentlich nicht so sinnvoll, aber ich sag mal, diese Schriftstücke, die die Banken veröffentlichen, ja, wo sie eben viele volkswirtschaftliche Statistiken und Zahlen präsentieren, sind sehr gut. Und ich meine, mein ehemaliger Arbeitgeber, der hat eben seit Jahren eine Broschüre zum Jahresende, das ist eigentlich schon mehr ein Buch, weil die ist teilweise über 100 Seiten dick, The Year Ahead, also das kommende Jahr. So. Und ich hatte eben letztes Jahr im Dezember dann The Year Ahead 2020 von der UBS. Und auf den ganzen 100 Seiten steht nicht ein einziges Mal das Wort Corona. Und wenn wir jetzt heute 12 Monate später uns das Leben angucken, die Börse angucken, ja praktisch alles, was in unserem Leben stattgefunden hat, ja, ist, glaube ich, das Wort, was mit am häufigsten gefallen ist. Wort des Jahres. Also man sieht eben auch mal wieder für die Börse, die Prognosen sind verdammt schwer. Ja, also sei das jetzt zu sagen, wir erwarten, ein Dollar geht dahin, der DAX geht dahin, der Dow Jones geht dahin. Aber ich sag mal auch überhaupt Ereignisse, die uns treffen werden. Und das können ja nicht nur negative, also Corona war in dem Sinne ein sehr negatives Ereignis, aber es können ja auch positive Ereignisse sind. Ja, die kommen und sie kommen, sie kommen schlagartig. Ja, also so. Aber es ist so, letztes Jahr zum Jahresende war das natürlich bei niemandem, der sich mit der Börse beschäftigt hat, ein Thema. So. Und ich habe heute, das ist jetzt Zufall, eine ganz kurze Story gemacht, habe ein Bild nochmal in diese Story reingepackt, letztes Jahr vom 20. Januar. Und da war die Börsenwelt ja auch noch in Ordnung. Ja? Ja. So. Und dann habe ich ein Bild gemacht, wie ich mit meiner Frau im Flugzeug sitze und auf meinem Schoß liegt ganz groß eine chinesische Zeitung und auf der ersten Seite steht ganz dick, dass die Chinesen gerade festgestellt haben, dass dieses neue Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen kann. Mhm. Ja? So. Aber es war selbst im Januar, als das Jahr dann ja schon 3 Wochen angefangen hatte, war das ja überhaupt noch kein Thema. Ja? Obwohl wir es eigentlich schon wussten. Ja? Also die Message, dass das ansteckend ist und weil es war ja eben vom Menschen auf das Tier, vom Tier auf den Menschen übertragen worden. So, und plötzlich stellte man eben fest, das wird auch von Mensch zu Mensch übertragen, also nicht nur von Tier zu Mensch, sondern auch von Mensch zu Mensch. Und der Mensch kann es eben, ohne dass ein Tier dazwischen geschaltet wird, auch direkt an andere Menschen weitergeben. So. Ja. Wer Lust hat, kann sich das ja mal angucken. Da sitze ich eben dann da, habe diese chinesische Zeitung und in ganz großen Headlines steht es da. Ich habe es also auf dem Flug nach Südafrika gelesen, den Artikel, habe mir aber nichts bei gedacht. Ja. So, und dann heute wissen wir eben dann, so ungefähr 6 Wochen später, Ende Februar, Anfang März, da war eben der Taifun dann eben da. Und wir wissen, der war sehr heftig. Ja. Der war relativ scharf mit -40% teilweise, die wir korrigiert haben. Was dann eben, ich sag mal, die nächste Überraschung war, ist der Comeback. Das Comeback eben dieses Ganzen, das ging ja so schnell, ja, dass man sich gesagt hat, naja, huch,
was ist denn da passiert? Und auch heute muss man ja noch sagen, wir haben jetzt eigentlich überall Jahreshöchststände. Auch der DAX hat es ja heute geschafft, eben seinen Höchststand von Januar, Februar letzten Jahres zu übertreffen. Ja. Aber die Situation ist ja, sie bessert sich und die Börsen spielen ja auch die Zukunft. Mhm. Aber es ist natürlich noch nicht so gut, dass das das derzeitige Bewertungsniveau rechtfertigt. So, und, ja. Und ich sag mal, dass sich die Wirtschaft dieses Jahr kräftig erholt, dass wir wieder langsam, ich sag mal, bis in die Sommermonate unsere Lebensnormalität langsam zurückgewinnen, das ist eingepreist. So, und jetzt geht es eben dann die spannende Frage, wenn wir jetzt eben uns das Jahr 2020 angucken, was könnten jetzt Katalysatoren sein, dass es vielleicht doch besser wird? Das heißt, dass wir vielleicht doch eben am Jahresende höhere Börsen haben. Oder gibt es irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht so gut sind für die Börsen, die uns auch vorübergehend noch mal ein bisschen nach unten ausbremsen könnten? Das sind natürlich die großen Fragen. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir sehr zwiegespaltene Märkte haben. Mhm. Ja, wir haben ja Werte, die im letzten Jahr brutal verloren haben. Ja, eben Dividendenwerte, ja. Einige zyklische Werte, auch wenn Werte wie eine Daimler und sich eine Boeing und andere zyklische Werte kräftig erholt haben, natürlich läuft eine Boeing immer noch meilenweit hinter den Kursen von Jahresanfang her. Bei einer Daimler sieht es ein bisschen besser aus. Wer hätte da am Jahresanfang gedacht, dass die dieses Jahr, ich glaube, die liegt ja mittlerweile mit gut 20-24% im Plus seit Jahresanfang. Ja. Ja. Aber wir haben eben eine sehr gespaltene Börse. Ja. Wir haben einige Werte, die teilweise 100 und mehr Prozent angestiegen sind. Und wir haben viele Werte, die eben deutlich zurückgeblieben sind. So, und das ist eben Herausforderung und Chance zugleich, weil wir haben ja jetzt auch eben, ich sag mal, mit einem Wert wie Alibaba gesehen, ja, der war ja schon über 50% im Plus. Ja, ja. Die Aktie war bei knapp $200 Anfang des Jahres, war dann in der Spitze bei über 300, 310, $315. Ich habe es nicht so genau im Kopf, weil ich habe die Aktie nicht im Depot gehabt, habe aber viele Nachrichten bekommen zu der Aktie in den letzten 2-3 Tagen. Ja. So, und das ist ja ein gutes Beispiel, wenn eben jemand versucht, die Spielregeln zu ändern, ja, wie schnell eben, ich sag mal, selbst 50% Kursgewinn praktisch eben dann ausradiert werden können. Dann guckst du, ich sag mal, auf den Kurs der Alibaba, gehst zwischendurch mal vielleicht mit einem Freund ein Bierchen trinken und plötzlich ist der Jahresgewinn von 50% innerhalb von 2-3 Tagen ausradiert worden. Ja? Also die Message zeigt uns so ein bisschen, ich glaube, das ist mein Gefühl, dass dieses Jahr, dieses und vielleicht auch das nächste Jahr, ein bisschen so mehr Stockpicker Märkte werden könnten, ja, wo man vielleicht jetzt sagt, okay, sehen wir es mal positiv, die Krise ist vorbei. Die Krise ist vorbei. Aber viele Werte sind ja trotzdem mit, ich sag mal, KGVs von 25, 30, 35, 40. Also ich will jetzt von den paar Aktien, die jetzt teilweise KGVs von 400, 500, 800, also haben zum Beispiel so eine Aktie wie Zoom oder so, ja, natürlich ein riesiger Profiteur, aber die Frage ist, Bewertung also eigentlich halt, kann das so nicht, eigentlich kann das so nicht weitergehen, ja, so. Und kriegen wir da eben in den nächsten Jahren so einen Rotationswechsel? So, genau. Wenn wir den bekommen, dass so einige dieser Highflyer plötzlich Schwierigkeiten haben, ich sag mal, nochmal 10-20% zuzulegen. Mhm. Oder vielleicht diese Aktien mal, und ich sage jetzt mal, nur 5% zurückfallen. Ja? Das Problem ist ja, dass eben diese 5, 6, 7 großen Aktien teilweise 25-30% der Indizes ausmachen. Ja? So, und das heißt, wenn jetzt so, sage ich mal, die Top 5, 6 Aktien, ja, und das sind eben die Amazons, die Apples, die Teslas, wie sie alle heißen, ja, die Googles, wenn die jetzt aus irgendeinem Grunde mal Bremsspuren bekommen. So, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Alibaba. Ich meine, ich habe letztes Jahr im Flugzeug gesessen, habe gelesen, dieser Virus greift um sich. So, was lesen wir zurzeit? Dass eben die EU
und die amerikanische Regierung. Und die amerikanische Regierung unter Biden ist weniger freundlich gegenüber diesen Technologiewerten als jetzt, sage ich mal, die republikanische Regierung. So bei Alibaba hat man auch drüber geredet und dann sagt die chinesische Regierung, jetzt machen wir mal Boom. Ja, so, und schon macht es so bei der Aktie Boom. So, und das muss ja nicht heißen, dass man diese Werte jetzt in Panik verkauft, aber das könnte zum Beispiel bedeuten, dass viele, die eben diese Amazons und Apples da haben, die ja hervorragend gelaufen sind und diese Googles, ja, dass die vielleicht ja auch in der Portfoliogewichtung sehr stark gestiegen sind, dass man hier mal eben ein bisschen Risiko rausnimmt, ja, weil man im Hinterkopf haben will und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch die EU und die Amerikaner auch gemeinsam durchaus vorgehen. Und ich meine, wenn wir uns die Politik anhören, dann ist denen diese Entwicklung um diese 4-5 großen Technologiewerte ganz klar ein Dorn im Auge. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal bekommen sie langsam eine marktbeherrschende Stellung, was man bei Amazon möglicherweise und bei Apple ja mittlerweile durchaus eben auch sagen kann. Und es gibt ja mittlerweile auch Beweise, und da wird es dann eben durchaus nicht ungefährlich für diese Firmen, dass ja anscheinend diese Technologiefirmen sich untereinander auch noch per Mails über gewisse Strategien abgesprochen haben. Ah, krass. Okay. Ja, gerade jetzt ist vor ein paar Tagen wieder ein Mail wohl anscheinend beim Staatsanwalt in Amerika aufgetaucht, wo zwei dieser großen Tech-Giganten so gesagt haben, lasst uns doch mal gucken, wie können wir den Markt gemeinsam aufteilen. Krass. Ja, so, und das sind natürlich so erste Wetterleuchten. Also ich sag mal, was könnte dann aber passieren im nächsten Jahr, wenn eben diese Kursgewinner des diesjährigen Jahres nächstes Jahr einfach mal eine Verschnaufpause einlegen, ja, oder eben vielleicht auch mal, was ja kein Beinbruch ist, mal 5 oder 10 oder 15% korrigieren. Mhm. So, dann hat es natürlich ein S&P 500 oder ein Nasdaq sehr schwer zu steigen. Ja, weil wenn ich meine, diese 6 Technologiewerte im Nasdaq da, die machen ja mittlerweile, glaube ich, fast 40-50% aus. So. Ja. Und wenn diese Werte eben, ich sag mal, nächstes Jahr 5% fallen, ja, dann müssen die anderen Werte schon im Nasdaq verdammt gut sein. Das Problem ist, im Nasdaq sind viele Werte im Moment also überbewertet. Ja. Also deswegen ist mein Gefühl, vielleicht kriegen wir so ein bisschen einen Markt für Stockpicker. Ja, man dann wirklich mal wieder so gucken muss, wo ist denn etwas, was jetzt vielleicht eben krass unterbewertet ist. Ja, das ist mal aktuell, das sage ich auch immer den Leuten, mit denen ich halt im Coaching zusammenarbeite. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um wirklich auch mal, ich sag mal so plakativ zu zeigen, hey, schau mal, da ist etwas total überbewertet, weil man halt diese starke Abgrenzung hat von Unternehmen, die entweder so ein bisschen unter dem Radar sind und wo auch Unterbewertungen zu sehen sind, wo man ja auch von Value spricht und aber auch von Unternehmen, ich sage jetzt mal, der Klassiker ist Apple, ja, da hast du ja auch dieses Jahr Aktien verkauft, ich jetzt auch vor einer Woche, wo man einfach sieht, der Aktienkurs hat sich einfach von der Unternehmensentwicklung extrem abgekoppelt und ist einfach viel zu stark angestiegen und da muss man sich halt nicht wundern, ja, oder man kann eigentlich schon von ausgehen, ich sage jetzt mal, das berühmte Beispiel dieses Jahr ist ja auch Tesla. Also da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn es mal an einem Tag 20-30% mal runtergeht, wenn da irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt werden oder wenn da mal irgendwie was rauskommt, sei es bilanziell oder irgendwas, was halt negativ ist. Und da muss man halt... Also, bei Tesla wissen wir es ja noch nicht mal. Bei Tesla wissen wir eben im Endeffekt, das Unternehmen ist sehr krass überbewertet. Ja. Aber also wir vermuten, irgendwann wird mal eben eine negative Zahl kommen. Also, und es wird auch irgendwann mal kommen. Aber ich sag mal, bei diesen Amazons und Apples und Googles, ja, da wissen wir ja eigentlich schon, was das Thema sein könnte. Nämlich das Thema könnte sein, marktbeherrschende Stellung. Plus, und das ist ja der zweite Dorn, den Regierungen in Amerika und auch in Europa, das ist halt einfach die Besteuerung im Vergleich zu dessen, was jetzt, ich sag mal, andere ertragreiche Konzerne an Steuern bezahlen, einfach ja nicht gerecht ist. Ja, es kann ja nicht sein, dass eben, ich sag mal, eine JP Morgan, die 10 Milliarden verdient, einfach eine andere Steuerbelastung hat
wie jetzt sage ich mal eine Amazon, ja, die vielleicht 5 Milliarden oder 10 Milliarden verdient oder ich sage mal eine Siemens, die dann, was weiß ich, vielleicht 2, 3 Milliarden verdient, dass hier diese Gewinne, die man eben auf den Weltmärkten erzielt, anders besteuert werden. Aber das ist ja eben bei diesen Tech-Giganten so, weil die sind halt eben in den letzten 15, 20 Jahren entstanden. Und die Steuergesetzgebung ist schlichtweg eben auf dieses Geschäftsmodell nicht vorbereitet gewesen. Mhm. Und es gibt teilweise hier eben Lücken im Steuersystem, die eben geschlossen werden müssen oder dann werden eventuell so. Und da ja eben die Staaten eben auch Steuereinnahmen brauchen, ja, glaube ich, werden sie es eher von einem Unternehmen oder von den Unternehmen einfordern, die vielleicht eben ihre Marktmacht missbrauchen. Mhm. Ja. Wäre auch gerechter. Wäre dann eben auch gerechter, ja. Und aber eben, es könnte ja auch von den Geschäftsmodellen, ich meine, ein schönes Beispiel, ja, ich meine, Microsoft hatte eben vor 1998 solche Auseinandersetzungen mit den Behörden, das hat eben dem Aktienkurs dann für einige Jahre nicht sehr gut getan. Die Tabakindustrie, die ist reguliert worden. Ja. Vor 10 Jahren sind die Banken schärfstens reguliert worden. Ja. So, aber gucken wir uns heute mal an, auch wenn die Banken sich, also die US-Banken sich erholt haben nach der Finanzkrise, die sind immer noch deutlich tiefer im Kurs als vor 10 Jahren. So, und wir wissen eben, bei einigen dieser Tech-Firmen fehlt eben Regulierung, da fehlen eben einfach Rahmenbedingungen. Und meine Befürchtung ist, die werden in den nächsten 1-2 Jahren eben auch gesetzt werden. So, wir erleben es ja, wie schnell das dann gehen kann. Gut, die Chinesen greifen da anders durch, die brauchen da kein gesetzgeberisches Verfahren. Die sagen einfach, wir machen das jetzt mal. Ja? Also ich meine, im Prinzip ist es ja auch, da hat sich eben der Jack Ma einfach zu sehr mit der Regierung angelegt. So, und die Frage ist, was macht eben ein Tim Cook, was macht eben ein Mark Zuckerberg, was machen eben die Google-Leute, ja, wenn sie den Staat, ich sag mal, zu sehr herausfordern, ja, dann haut er denen eben mal einfach auf die Finger und das kann eben den Aktionären dann auch mal ein paar Jahre wehtun. Ja, 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 wir haben es gesehen, wie stark das auch Alibaba belastet hat. Ja. Ja, ja. Im Endeffekt. Und es ist ja noch nichts passiert. Ne? Es ist ja nur, es wird jetzt untersucht oder ich glaube, wurde sogar schon abgeschlossen. Es ist sehr schnell gegangen. Ja, ja. Da muss man auf jeden Fall den Blick drauf haben. Ja. Wie war denn, sage ich mal, du hast ja jetzt schon, das war dein 6. Crash, oder? 87, also 87, 90, Asienkrise, New Economy Bubble, Finanzkrise, ja, also großer Crash. Es gab zwischendurch kleinere Einbrüche. Also das ist jetzt das mitgerechnet, was mindestens dann immer so 35, 40, okay. Das ist also so, ja, mal zwischen 35 und knapp über 50% lag. Ja, ja. Also kleinere Korrekturen wie jetzt 2018, wo es mal 15% runterging. Oder wir hatten auch so eine Zinskrise, 1994 hatten wir so eine Zinskrise, ausgehend auch von Mexiko, glaube ich, damals. Ja, und da gingen die Märkte Anfang 94 auch mal so 15-18% zurück. Das gar nicht mitgerechnet. Das sind für mich eher ausgeprägte Seitwärtsbewegungen. Ja, auch gut gesagt, ja. Wie war denn für dich dieser Crash in 2020? Ich weiß noch, als wir im November 2019 zusammen in diesem Weinkaffee saßen, wo du auch gesagt hast, gut, du wirst jetzt ein bisschen defensiver investieren, du wirst ein bisschen aufpassen, in den Markt zu gehen, weil einfach 10 Jahre kein größerer Crash da war. Ja. Und wie ist dieser Crash gewesen jetzt im Vergleich zu den anderen? Du hast eben auch schon gesagt, dass es eben sehr zügig, die Erholung kam halt sehr, sehr schnell. Mhm. Und was war so dein absolutes Nummer-1-Learning oder deine 1-2-Learnings aus dem Jahr 2020? Also das erste Learning war auch, dass man, wenn man selbst schon 5 Crashs erlebt hat und denkt möglicherweise, jetzt kennst du eigentlich alle Crash-Szenarien, ja? Also du hast eben jetzt verschiedene Crash-Szenarien erlebt, wie zum Beispiel die Golfkrise, das war dann ein Krieg, der ausgebrochen ist, dann eben die New Economy Bubble, dieser New Economy Bubble war schlichtweg eine Überbewertung der Märkte, ja. Und dann die Finanzkrise war halt waren richtige Anspannungen im Finanzsystem, die drin waren, ja. So, ein Virus habe ich bisher noch nie erlebt, ja. Und da lernt man eben, dass auch ein eigentlich unsichtbarer Gegner, ja, den wir gar nicht sehen können, ja,
plötzlich eben eine enorme Auswirkung haben. Also ich glaube, was viele unterschätzt haben, angefangen auch von den Medizinern, denn das Schöne ist, wenn du so Jahresrückblicke jetzt hörst, ja, ich meine, habe ich gestern im Fernsehen ein Zitat von Jens Spahn gehört von Januar, ja, also das würde man doch gut unter Kontrolle kriegen und ja. Dieses neue Virus in China würde wohl eher überhaupt keine Bedrohung für unser Gesundheitssystem. Mhm. Ja. Hat man eben gelernt, ist unser Gesundheitssystem hält, aber es steht ganz schön unter Stress und unter ja. Druck. So, ich glaube, es haben auch alle unterschätzt, dass eben dieses Virus in der Lage gewesen ist, den stärksten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg hervorzuleiten. Also das heißt ja, der wirtschaftliche Einbruch, auch wenn er sehr kurz war, mhm. ja, auch wenn er bisher sehr kurz war, er war schärfer als während der Finanzkrise. So, bisher war er sehr kurz und es ist jetzt eben, und das macht mich jetzt eben auch ein bisschen vorsichtig für die nächsten Monate. Wir wissen ja nicht, ob sich diese wirtschaftliche Krise noch mal etwas verlängert, denn wir haben ja jetzt, ich sag mal, in ganz Europa einen zweiten Lockdown. Ja. Wir ja. sehen auch in Amerika läuft die Konjunktur alles andere als rund. Dort gibt es eben ja, ich sag mal, auch Lockdown-ähnliche Zustände, die werden dort von den einzelnen Gouverneuren eben etwas anders organisiert als bei uns, aber auch in Kalifornien, was ja immerhin der wirtschaftlich wichtigste Staat für die Vereinigten Staaten ist, ist ja Teile des Wirtschaftslebens, ist ja einfach stillgelegt. Ja. Ja? So. Und da ist noch so ein bisschen ein Restrisiko und ich sage mal, das, was glaube ich wir alle unterschätzt haben, mit welcher Wucht eben diese Krise eben unsere praktisch sozusagen aufs Bremspedal gedrückt hat, ja, dass eben mit einer rasenden Geschwindigkeit die Börse runterging. Also ich sag mal, für viele, die jetzt seit 30 Jahren an der Börse sind, ist es der schnellste Crash gewesen. Für mich war es nur der zweitschnellste, weil ich bin ja jetzt schon über 30 Jahre dabei. Also noch schneller ging es ja nur 1987, wo es ja in Amerika, das muss man sich mal überlegen, an einem einzigen Tag fast 23% runterging. Ja. Das, also, das wäre so, wie wenn heute der Dow Jones praktisch um fast 7000 Punkte einbrechen würde. Mhm. Ja, und wir hatten ja Livestreams, wir hatten ja so ein, zwei Livestreams, die wir gut vom Timing her aufgesetzt hatten, an gerade extrem schwachen Tagen. Da hatten wir so Minus Dinge von, ich sag mal, 7-8% an den Börsen, ja. Und hatten schon während dieses Livestreams, das merkte man ja so anhand von vielen Fragen, schon eine sehr hohe Nervosität bei unseren Zuhörern, ja. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich damals vor 1987, vor 33 Jahren gefühlt habe. Ja. Ja, also da dachtest du, da rollt dir gerade ein Intercity durchs Wohnzimmer. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du denn, dass diese ganze Stilllegung der Wirtschaft, und es sind natürlich auch kleine und viele mittelständige Firmen davon betroffen, glaubst du das? Dass da jetzt auch noch Nachwirkungen entstehen. Also es ist ja quasi jetzt erstmal passiert 2020. Ja. Mhm. Jede Krise hat natürlich auch Nachfolgen oder die eigentlichen Folgen, die treten ja ein bisschen zeitversetzt auf. Ja. Mhm. Denkst du, wir werden da 2021 ein paar Folgen sehen? Also die Insolvenzmeldepflicht, die wird da jetzt auch wieder, ich glaube, ab Januar oder im ersten Quartal. Und da sagen ja auch viele, viele Prognosen sind ja so ein bisschen darauf, dass das so ein bisschen so eine Kettenreaktion auslösen kann. Wie siehst du das Ganze? Ich sehe das auch. Also ich glaube, dass die Anzahl der Insolvenzen, nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa oder auch in Amerika noch deutlich zunehmen wird. So. Und dann stellt sich die Frage, wie schwer werden dann, ich sag mal, wie schwer wird das dann jetzt für diese großen Firmen, die großen börsennotierten Firmen, die eben aufgrund ihrer Größe, ihrer Kapitalmarktfähigkeit gegenüber natürlich kleinen Firmen große Vorteile haben, weil sie eben, ich sag mal, Zugang zum Kapitalmarkt haben. Das heißt also, ich sag mal, selbst ein Unternehmen wie jetzt Lufthansa, das hat mich sehr erstaunt im positiven Sinne,
ist ja jetzt wieder kapitalmarktfähig geworden. Ja, also im Sommer hatten sie keine Kapitalmarktfähigkeit, das heißt, sie hatten keine Kreditwürdigkeit. So, eine Bank gibt dir dann eben gegen ohne Sicherheit keinen Kredit, aber der Kapitalmarkt, wenn du dann eben, ich sag mal, wieder etwas besser dastehst. So, und das ist natürlich vielen kleinen Firmen verschlossen, dieser Weg. Ja, also das heißt, große Konzerne haben halt heute die Möglichkeit, sich eben nicht nur über Bankschulden zu finanzieren, um die Liquidität zu sichern, Verpflichtungen eben zu bezahlen, in der Hoffnung, dass das dann eben im nächsten Jahr wieder besser geht und dann können sie eben diese Zahlungsverpflichtungen wieder erfüllen. Vielen kleineren und mittleren Unternehmen ist dieser Weg einfach versperrt. Ja, so, das ist der Vorteil von den großen Gesellschaften. Aber natürlich wird es auch Auswirkungen haben, weil natürlich auch kleine Firmen Kunden sind bei Microsoft, weil sie dort eben, ich sag mal eben Technologie beziehen oder große Firmen als Zulieferer haben. Ja. Aber das ist zu früh zu sagen, wird es solche Auswirkungen auch auf große Firmen haben oder bleibt das eher zu vernachlässigen? Ja. Oder die Frage, auch da gibt es ja durchaus ein, zwei Wackelkandidaten, trifft es auch möglicherweise noch den einen oder anderen Großen, der dann so ein bisschen als Überraschung ist. Ich meine, wir hatten einen Großen, der gekippt ist in diesem Jahr, das ist Wirecard. Das hatte aber eben nur am Rande was mit der Corona. Das hatte nur am Rande was mit der Corona-Krise zu tun. Aber wir wissen eben heute, das ist ein jahrelanger Betrug gewesen. So, was es mit der Corona-Krise zu tun hat, das ist typisch auch für solche Krisen, dass solche kriminellen Machenschaften immer in solchen Krisen dann zu Trage kommen. Wir haben das vor 20 Jahren mit Enron und Worldcon gesehen. Also das waren ja zwei riesengroße US-Konzerne. Ja, das waren ja Börsenschwergewichte, die dann eben im Jahr 2000, 2001 zusammenbrachen, während dieses New Economy Bubbles. Da haben wir das eben gesehen und wir haben das zum Beispiel vor 10 Jahren in der Finanzkrise mit Bernie Madoff gesehen, ja, dem bisher größten Kapitalanlegerbetrüger, den es auf dem Erdball gab. Also dagegen ist das, was Wirecard gemacht hat mit 2 Milliarden Peanuts. Wir wissen ja heute, ich glaube, bei dem Bernie Madoff, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da ging es ja um 150 Milliarden, die er eben, wo er Anleger geprellt hat, Kapitalanleger, eben weil er sie betrogen hat. Das heißt, dass solche Krisen fördern eben solche kriminellen Machenschaften dann auch immer sehr schnell zutage. Ja? Das ist das, was Warren Buffett ja auch immer sagt, in jeder Krise, er sagt ja immer, wenn dann Flut ist und alle schwimmen im Ozean, ja, dann sieht man nicht, wer ohne Badehose schwimmt, aber wenn dann die Ebbe kommt, ja, dann sagt er, dann sieht man eben relativ schnell, wer jetzt ohne Badehose im Meer schwimmt. So. Und das ist eben bei solchen Firmen eben der Fall, wenn dann eben betrogen wird. Aber es ist auch noch nicht ganz ausgeschlossen, dass es natürlich auch noch mal vielleicht die ein oder andere größere Firma erwischt, was dann ja natürlich auch mal zumindest kurzfristig Auswirkungen auf die Börsen haben könnte, wenn es plötzlich heißt, wer immer es sein mag, steht mit dem Rücken zur Wand. Ja, braucht eben noch mal Geld. Ja. Ja. Das muss man eben mal dann abwarten, ob und welche Firma oder Firmen das eben noch sind. Ja, aber es ist eben noch nicht 100% vom Tisch. Also meine persönliche Ansicht ist eben, wir werden in den ersten Monaten des neuen Jahres realwirtschaftlich noch die ein oder andere Bremsspur sehen. Ja, ich glaube auch, dass das jetzt nicht einfach so vom Tisch ist. Ja. Und, ich meine, das fängt ja jetzt gerade erst an mit den Impfungen. Man muss schauen, wie wird das alles laufen, greift das alles und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja immer noch eine neue Situation und es bleibt einfach extrem spannend. Was würdest du denn so mitgeben für 2021, für so die nächste Zeit? Du hast ja davon gesprochen, dass viele Sachen überbewertet sind, vor allem im Technologiebereich. Viele Sachen sind sehr, sehr gut gelaufen. Denkst du an da so ein, dass man vielleicht den Blick so ein bisschen auf, du sagst das selber immer so, die eher langweiligen Aktien, die Value-Aktien oder auch Dividendenwerte. Was würdest du so mitgeben? Weil ich meine, gar nicht investieren macht ja auch keinen Sinn. Nein, ich würde auch sagen, wenn man soll jetzt auch weiß Gott nicht hingehen und nur weil es jetzt möglicherweise in der nächsten Zeit
vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Stolperstein gibt. Ja? Also deswegen Aktien verkaufen macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ja, ich sag mal, wahrscheinlich in 3, 4 Jahren sieht die Börsenwelt vielleicht schon ganz anders aus. Ja? Aber warum nicht auch mal hingehen und ich sag mal, einen Wert, der jetzt wirklich klasse gelaufen ist, der vielleicht jetzt in den letzten 4 Jahren vielleicht 100 oder 200% zugelegt hat, ja? Und den mal vielleicht teilweise verkaufen in vielleicht irgendetwas, was jetzt, ich sag mal, einfach zurückgeblieben ist, ja, aber sich möglicherweise wieder vielleicht in etwas investieren, sage ich mal, vielleicht wie eine Boeing, ja, die von 440 kommt bis auf unter 100 ging, jetzt irgendwie bei knapp über 200 steht, ja, aber immer noch, ich sag mal, noch mehr als ein Verdoppler brauchte, ja, um, ich sag mal, dann wieder auf die alten Höchstkurse zu kommen. Ja? Also ich sag mal zu schauen, das, was jetzt beim absoluten Peak steht, vielleicht mal da ein bisschen was einzufahren an Gewinnen, aber nicht, um es auf dem Konto stehen zu lassen, sondern zu sagen, ich tausche das jetzt mal. Ich tausche das jetzt mal gegen das eine oder andere. Also zum Beispiel, ich habe ja einen Teil des Verkaufserlöses der Apple-Aktie, habe ich jetzt auch, ja, praktisch sogar in einen anderen Technologiewert investiert, nämlich die Cisco. Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich jetzt ein sehr solides Unternehmen mit einer stabilen Dividende, Dividende und wahrscheinlich auch einer steigenden Dividende. Ja, aber es ist natürlich kein riesen Wachstumsaspekt hinter der Aktie. Aber es könnte einen Bereich geben. So, ich bin darauf gestoßen über eine lange Diskussion mit einem Investoren, ja, der mir also viele Seiten darüber zugeschickt hat, dass Cisco vor 5 Jahren eine Akquisition einer kleinen Technikfirma gemacht hat. Okay. Und diese Technikfirma hat jetzt eben eine Technologie entwickelt, die gerade jetzt in puncto auf das kommende G5-Netz, was ja weltweit ausgerollt wird, möglicherweise bei Cisco auch mal wieder so ein bisschen mehr Wachstum reinbringen könnte. So, passiert das, könnte dieser Kurs etwas mehr an Dynamik bekommen. Passiert das nicht, ja, dann hast du mit Cisco, ich sag mal, eher eine moderat, aber anders als eine Apple, die ein KGV von über 30 hatte, als ich sie verkauft habe, ja, hat eine Cisco im Moment so ein KGV von 15, 16. Ja, also wächst aber dafür auch nicht ganz so dynamisch, hat aber dafür eben über 3% Dividendenrendite, also als ich sie gekauft hatte. Ich gehe mal davon aus, dass die Dividende im Februar auch steigen wird. Also Cisco wird wohl im Februar ankündigen, dass die Dividende steigt und dieses neue Produkt, was sie da haben, dieses Silicon One, ja, ich bin jetzt kein Technologieexperte, aber wenn ich das verstehe, es ist ja so, durch diese G5-Technologie brauchen wir ja auch viel leistungsfähigere Router. Ja, ich meine, es nützt ja nichts, dann eben hier das Gerät zu haben, sondern es muss ja auch über den Router dann in die Leitung. So, und diese Cisco-Technologie basiert wohl auf einem, einer enormen Innovation, was also Router-Kapazitäten und Leistungen angeht. Ja. Und das brauchen wir ja bei G5, wenn ich das so als Laie richtig verstehe. So, und das habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt. Habe eben da ein paar Gespräche geführt und habe ich gesagt, okay, du hast eben Apple, das war ja Technologie und jetzt nimmst du eben, und ich habe jetzt angefangen, die Verkaufserlöse von Apple eben praktisch in die Cisco zu investieren in den letzten Wochen. Ja, spannend. Ja, das ist auch, viele beruhen sich da immer so, ja, aber es heißt ja Buy and Hold, man muss dann einfach nur halten. Klar gehört das dazu, einfach nichts zu machen und die Zeit mitspielen zu lassen. Aber was ich einfach auch, ich habe es ja bei Tesla dieses Jahr zweimal gemacht, weil das einfach überproportional gut gelaufen ist. Ja. Und auch im Depot einfach viel ausmacht. Beispielsweise bei mir war jetzt Apple 8% im Depot, dann habe ich die zweitgrößte Position Berkshire, wo auch natürlich Apple Teil im Portfolio ausmacht. Und dann nochmal in ETFs. Ja, im MSCI World macht Apple ja auch ein bisschen was aus. Ja. Dann habe ich einfach die Position halbiert, weil ich einfach gesehen habe, gut, bei Apple ist einfach nicht mehr das Potenzial. Klar sind da viele Fantasien mit dem Apple-Auto, mit dem und so weiter und so fort, aber das ist halt jetzt trotzdem für die Bewertung aktuell, kann man eben mal drüber nachdenken. Dann also bin ich voll bei dir, da mal zu verkaufen, weil viele Leute sind immer so verliebt in ihre Aktien und trauen sich dann nicht auch mal sich zu trennen, sozusagen, wenn es gut gelaufen ist. Aber solche Gewinne können
einfach sehr schnell mal dahinschmelzen. Und ich sag mal, viele Leute ärgern sich dann auch immer, wenn man zum Beispiel verkauft. Ich glaube, als du sie verkauft hast, die Apple-Aktie, sie ist ja jetzt trotzdem ein bisschen weiter gestiegen. Und viele ärgern sich dann, dass sie dann diese Gewinne nicht noch mitgenommen haben. Aber ich meine, du hast ja trotzdem Gewinn gemacht. Ja, also das ist ja, und wie gesagt, man muss Buy and Hold betrifft ja, ich sag mal, wahrscheinlich 85-90% meines Depots. Ja. Aber es ist ja auch so, wenn eben gewisse Dinge eben überproportional gut laufen, dann werden sie ja in der Gewichtung eben auch stärker. So, ja. Und ich sage mal, wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hat, dass man eben jetzt gerade diese 5 Top-Nasdaq-Werte im Depot hat, die jetzt alle dieses Jahr 50% gemacht hat und der Rest ist plus minus null oder teilweise ja sogar ein Minus, weil wenn Nasdaq, sage ich mal, 30% zulegt, davon so ein paar Top-High-Flyer 50-60%, bedeutet es ja auch, dass es im Nasdaq eben auch Werte geben muss, die eben dieses Jahr verloren haben. Ja. Und dass man dann einfach auch mal so ein bisschen Rebalancing macht, weil ich bin eben immer ein Freund, dass man eben breit streut. Ja, also wenn man dann eben plötzlich, ich meine, was ist denn, wenn man jetzt durch die gute Performance von Alibaba und so plötzlich eben so eine Alibaba eben, ich sag mal, auch mit 5% oder 6% oder 8% im Portfolio hat. Oder das hat ja vielen Wirecard-Anlegern wirklich die Stimmung verhagelt. Ja, nicht, dass Wirecard eben überhaupt Konkurs gegangen ist, sondern dass es bei vielen sogar, ich sag mal, mitunter, ja, der Wert ist, der am höchsten im Portfolio gewichtet war. Nicht so hoch, und das verhindere ich eben, wenn ich dann, also ich bin ja nie Wirecard-Aktionär gewesen, aber ich sag mal, wenn ich Wirecard-Aktionär gewesen wäre, dann wäre der Ausfall bei Wirecard bei mir trotzdem nicht so gravierend gewesen, weil die Aktie ist exzellent gelaufen, also wird dann eben auch irgendwann mal ein bisschen was rausgenommen. Ja? Und ich meine zum Beispiel etwas, was ich ja gemacht habe mit dieser Coty, die ja jetzt seit 3 Monaten sehr gut läuft. Ja? Sie hat einen positiven Beitrag jetzt natürlich geliefert zu dem Portfolio, aber sie ist nach wie vor relativ klein da drin. Ja, also das heißt, ich hatte sie mit weniger als 1% drin. Dadurch, dass sie jetzt so riesig gut gelaufen ist, ist sie jetzt bei 1,5%. Aber wenn, ich meine, auch das kann ja immer noch passieren, ich glaube nicht, aber wenn Coty morgen pleite geht, ja, dann kann ich es auch überlegen. Aber ich sag mal, wenn die Coty jetzt nochmal 50-60% zulegt und ich sag mal, der Markt bleibt vielleicht als Gesamtes stehen und die nähert sich dann den 2% meines Portfolios, ja, dann bin ich mir sicher, dann steht es plötzlich auf Instagram, heute ein paar Coty verkauft. Ja, nicht, weil ich nicht glaube, dass das Unternehmen, sage ich mal, dann vielleicht von $11 nicht auch noch auf $15 gehen kann, aber mir wird langsam dann die Position zu groß, weil, und das ist ja ganz wichtig, man muss immer sich überlegen, man kann sich immer irren. Ja. Ja, man kann sich immer irren und ich sage mal, auch wenn man auf einem guten Weg ist, kann noch irgendwas passieren und dann macht es Boom und du hast einen Unfall gebaut, ja. Ja. So. Und wenn du Pech hast, hast du dann wie bei Wirecard einen Totalschaden. Deswegen, oder eben wie jetzt bei Alibaba. Ich bin mir sicher, aufgrund der Nachrichten, die ich bekommen habe von vielen Leuten zu Alibaba, dass bei vielen diese Position Alibaba auch eine rechtsstaatliche Größe erreicht hat, ja, weil sie auch gut gelaufen ist. Ja. Und jetzt sieht man eben, dass praktisch 12 Monate Performance innerhalb von wenigen Tagen ausradiert wurde. Ja. Ja, das geht richtig schnell. Das ist ja das, auch, was man nicht vergessen darf. Das sind alles Buchgewinne, die man da im Depot hat. Du hast ja auch letztens eine Story gemacht, dass die wahren, die wahren Gewinne über Dividenden auch kommen. Ja. Man natürlich auch irgendwann, ja, wenn man wirklich die Kursgewinne zu realen Gewinnen machen möchte, muss man verkaufen. Ne, also wenn man, das ist ja gerade, es gibt ja Untersuchungen, die über die Jahre zeigen, dass der Performance-Unterschied zwischen Value-Aktien und Growth-Aktien ja gar nicht so riesig ist. Ja? Also ich hatte ja vor 2-3 Wochen mal so eine Grafik und eine Statistik gezeigt mit den 30 erfolgreichsten, nee, es waren 50, ich weiß nicht, waren es die erfolgreichsten 50 oder erfolgreichsten 30, also die erfolgreichsten S&P 500-Werte, das hatte mir ein Investor aus Singapur zugeschickt, also praktisch die erfolgreichsten S&P 500-Werte
der letzten 30 Jahre, inklusive Dividenden. So, da ist natürlich die Amazon im Moment die Nummer eins. Ja, aber ich hatte ja daraufhin auch geschrieben in der Story, also guckt euch das mal an. Ja, man würde ja jetzt denken, oh Gott, also von diesen 30 Top-Werten sind wahrscheinlich jetzt 20 Technologiewerte. Ja, aber es war gar nicht. Also es waren in diesen Top 30 von der Anzahl genauso viele Nahrungsmittelwerte wie Technologiewerte. Ja. Ja, und es waren auch andere Industrie, also es waren Werte dabei, wo man sich gedacht hätte, wie kann eine Aktie zu den Top 30 gehören? Bei Amazon, dass die an Nummer 1 war, das ist klar. Dass aber eine Aktie wie eine Altria, die sich eben im Endeffekt, die ja gerade mal 40% verloren hat die letzten anderthalb Jahre, dass die in dieser Tabelle, glaube ich, an 9. Stelle standen. Und ich glaube, eine Apple nur an 15. Stelle stand. Ja? Das heißt, in den letzten 30 Jahren ist eine Altria besser gelaufen als eine Apple. Also diese Liste zeigt eben, es waren alle Branchen darin vertreten. Ja. Ja, es waren Nahrungsmittelwerte darin vertreten, es waren Technologiewerte darin vertreten. Ich habe die Werte jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber wenn man sich diese Liste anguckt, es war alles dabei. Und der Maurice hatte gestern oder heute, hatte er in der Story mal so eine langfristige Performance von 1900 noch was, von Börsensektoren gezeigt in der Story. Ja, also was eben, ich sag mal, Industriewerte, was Nahrungsmittelwerte, was Consumer Staple, Consumer Cyclical, Technologie, Banken, also was alle Branchen so. Und diese Branchen liegen über die Jahrzehnte relativ nah beieinander. Ja, also Technologie performt langfristig gar nicht so sehr viel besser als jetzt, ich sag mal, irgendwelche anderen Branchen. Ja? Das erscheint uns jetzt nur, weil eben die letzten 3-4 Jahre waren eben die Technologiewerte, die Werte, wo man eben ja, hätte drin sein müssen. Mhm. Ja? Aber das weiß man meistens erst im Nachhinein. Wenn es gelaufen ist, ja. Ja, das habe ich auch tatsächlich. Ich bin im Moment das Buch hier am Lesen. Ja. Und da wird eigentlich, was du gerade gesagt hast, sozusagen auch durch Studien erklärt, dass tatsächlich wir Menschen denken ja, dass tolle Rendite oder richtig krasse Rendite über Performance durch mehr Risiko, dass es zusammenhängt. Mhm. Aber da wird eigentlich erklärt, dass das gar nicht so ist, dass sogar teilweise Portfolios mit weniger Volatilität, mit weniger Risiko am Ende besser performen als die mit dem Risiko. Und das ist jetzt natürlich ein mega verzerrtes Bild, weil wir, ich sag mal, solche Entwicklungen wie von Tesla innerhalb von einem Jahr, das ist ja nicht normal so. Das sind Ausnahmen, sage ich mal so. Ne? Ja, das sind Ausnahmen und die also es ist eben wie immer in der Geschichte. Man kann sich da sehr sicher sein heute als Investor, das wird korrigiert. Ja? Mhm. Das Problem ist, kein Mensch weiß genau, wann es eben korrigiert wird. Aber es wird eben kommen. Und das kann eben schmerz, oder das wird dann schmerzhaft werden. So. Und das Gefühl sagt vielen, glaube ich, der Zug ist da sehr weit abgefahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wir wissen ja in Deutschland, dass eben Wirecard der am meisten gehandelte und gekaufte Wert an der Börse war, bis er eben dann plötzlich verschwand. Und das Pendant dazu in Amerika ist Tesla. Es ist der meistgehandelte und meistgekaufte Wert. Ja. So, ja, und diese und das zeigt ja eben das meistgekaufte, die größte Nachfrage. Und diese Nachfrage, die irgendwann kann man sie nicht mehr erfüllen. Irgendwann ist dann der Zenit erreicht. Und dann wird eben, ich sag mal, möglicherweise auch der kann eben auch länger dauern. Ja? Also so ein Konsolidierungsprozess in einer Aktie kann ja eben auch mehrere Jahre dauern. Ja? So, wenn der gut ist, dann passiert das eben so, dann passiert mit der Aktie vielleicht gar nicht so viel. Wenn er schlecht ist, geht so eine Aktie vielleicht mal 50%, 70%, 80% runter. Ja. So, und dann kommt eben das Problem, wenn man dann eine Aktie hat, ich sag mal wie Tesla, die möglicherweise ja dann gar keine Dividende zahlt, dann sitzt man das eben aus. Und ich sag mal, bei Dividendenwerten, die auch ganz schwere Zeiten haben können und haben, ja, da sitzt man das auch aus, bekommt aber dann eben einmal im Jahr oder einmal im Quartal eben immer noch ein bisschen Geld überwiesen. Ja, das stimmt. Hast du denn aktuell so ein paar Favoriten oder ein paar Nachkaufkandidaten zum Thema Value oder zum Thema Dividende? Da fragen natürlich immer viele nach, was hast du da auf dem Schirm oder wo siehst du aktuell, bei welchen Werten siehst du vielleicht eine Unterbewertung? Hast du da welche auf dem Schirm? Also in Deutschland, sage ich mal, ist das nach wie vor, sage ich mal, die Automobilindustrie. Mhm. Ja,
Auch wenn Daimler jetzt, ich sag mal, mit, wer hätte das gedacht, dass die jetzt, die gehört ja zu den besseren DAX-Titeln. Ja, die, zu den besseren DAX-Titeln. Gut, die war natürlich, die war halt jetzt nur, sage ich mal, bei 30 war die ein anderes Schnäppchen als jetzt, ich sag mal, bei knapp 60. Aber selbst bei jetzt Kursen, ich sag mal, zwischen 55 und 60, ist sie ja noch nicht überteuert. Ja, so, und jetzt kommt ja, und jetzt kommt ja der Punkt da hinzu, wenn wirklich Apple ein Auto baut, dann muss Apple ja Geld in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. So. Und dann muss Apple eben, ich sag mal, Milliarden in Automobilfabriken investieren. Ja, weil das darf man nicht unterschätzen, das kostet Milliarden. Ah, die Infrastruktur ist es wäre selbst bei einem Börsenkurs von, ich sag mal, 55, 60 Euro billiger für Apple, Daimler zu kaufen und dann das Auto über die Plattformen von Daimler zu produzieren. So, und jetzt ist es ja so, es hat ja diese Gespräche zwischen Daimler und Apple vor 6 Jahren schon gegeben. Ja, also diese beiden Unternehmen wollten zusammengehen. Ja, man konnte sich damals eben nur nicht einigen. Ja, es ist an ein paar kritischen Punkten sind die Gespräche eben gescheitert. Aber man wollte diese Technologie von Apple praktisch mit der Produktionstechnik, mit dem Produktions-Know-how. Ja, und das muss man ja sagen, das gesamte Know-how, überhaupt ein Auto bauen zu können, ja, das müsste sicher Apple für viel, viel, viel Geld, wenn sie das wirklich ernsthaft umsetzen wollen, ja, eben praktisch erst kaufen. Ich meine, und wir haben ja heute auch von ein paar Tagen von Elon Musk eben erfahren, ja, dass Apple auch schon ein Auge mal, oder na, sagen wir mal so, Musk hatte eben wollte das anbieten, Tesla ja eben Apple angeboten und damals hat eben im Endeffekt dann Apple eben abgelehnt. Ja? Mhm. So, also das heißt, wenn wir über die Value sprechen, dann sind die deutschen Automobilunternehmen nach wie vor nicht überteuert. Ja, haben einstellige KGVs. Ich sehe eben auch nicht dieses Szenario, dass diese Automobilunternehmen verschwinden werden. Ich glaube, dass sie natürlich jetzt mit Verspätung auf diesen Zug aufgesprungen sind, elektrische Autos zu produzieren und zu verkaufen. Aber dass sie jetzt, ich sag mal, für Tesla eine ernstzunehmende Konkurrenz werden können in den nächsten Jahren. Also wenn man sich dieses neue Modell S von Daimler anguckt, ja, das ist in Sachen autonomes Fahren, verfügt das über mehr Fähigkeiten als jedes Tesla-Auto. Die S-Klasse, ja, die ist von der Technik Wahnsinn. Ja, und also es ist ja nicht so, dass die Ingenieure bei Daimler, ich sag mal, die letzten 4 Jahre im Winterschlaf gelegen haben. Sie haben eben etwas verpasst, sie haben eben gepennt vor ein paar Jahren. So, aber so, Daimler ist deswegen wahrscheinlich interessant, weil es, oder könnte dann interessant sein, weil es keinen Ankeraktionär hat. Ja, also ich meine, bei BMW ist eine Übernahme sehr schwierig. Ja. Weil BMW wird eben von einer Familie Quant kontrolliert oder Klattenquant. Bei VW ist das große Problem, dass dort eben, ich sag mal, das Land Niedersachsen praktisch alles blockieren könnte. Jetzt hat Daimler zwar 1, 2 größere Aktionäre, aber die halten Pakete, die sind in der Größenordnung 10%. Also wenn jetzt, ob jetzt Google oder Apple oder wer immer das ist, sagt, wir wollen jetzt in diesen Multimilliardenmarkt Automobilbau einsteigen, ja, wäre das relativ preiswert, eben versuchen, sich so eine Daimler und das ganze Know-how eben im Prinzip versuchen einzukaufen. Es wäre billiger und es wäre schneller da. Ja, eine Fabrik muss ich bauen, bis ich einen Bauantrag, Genehmigung und all das habe, vergeht halt eine gewisse Zeit. Ja. Bei Daimler könnte ich bestehende Fabriken übernehmen und brauche die dann eben nur eben geringfügig umzumodellieren. Ja. Also ich sag mal so, ein typischer Value-Wert in Deutschland ist für mich nach wie vor eben dann eine Daimler. Auch eine Coty ist für mich nach wie vor preiswert, ja, weil sie von der Bewertung her nicht überzogen ist. Ja. Jetzt sieht man nur, wie schnell so ein Pendel zurückschlagen kann, wenn ein Unternehmen halt krass unterbewertet ist. Ja. So, dann habe ich ja diese Walgreens in diesem Jahr gekauft, wo ich eben auch glaube, der Wert ist deutlich unterbewertet, ja, und hat eine tolle Dividendenrendite.
Ja, also man findet schon große, gute Werte. Ja, ich meine, eine Walgreens ist eben, ich sag mal, die größte Apothekenkette. Ich meine, nur weil jetzt auch Amazon sagt, wir wollen jetzt auch eben, ich sag mal, Medikamente online verkaufen, ja. Das mag vielleicht bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, ich sag mal, relativ einfach funktionieren. Aber ich sag mal, bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sehe ich da eher gewisse Hürden. Ja, dass da eben ja nicht nur eben du das Rezept ja eben vorlegen musst, was du vom Arzt dann für ein Medikament bekommst, sondern das ja auch sehr häufig noch mit einer medizinischen Beratung ist. Oder wenn man oder wie oft gehen Menschen auch in die Apotheke, weil sie jetzt nicht beim Arzt waren und wollen sich einfach von einem Apotheker mal beraten lassen. So. Und da glaube ich eben nicht, dass Walgreens eben da jetzt, ich sag mal, sehr viel verlieren wird, wenn jetzt eben Amazon eben hingeht und sagt, wir wollen jetzt auch Medikamente verkaufen. Ja? Wir hatten so ein ähnliches Beispiel, als dann vor 5 Jahren eben 2014 oder so, Amazon den ersten Lebensmittelhändler gekauft hat, weil man gesehen hat, Lebensmittel kann ich eben nicht nur online, da brauche ich auch stationären Handel. Ja. Da kamen dann damals die Fragen, oh, das ist jetzt das Ende von Walmart. Ja, Walmart, der Walmart-Kurs ging damals dann auch, was weiß ich, irgendwie 5 oder 10% zurück. Ja. Ich hatte vor kurzem eine Story drüber gemacht, es war ein exzellenter Zeitpunkt. Ja. Also in den 5 Jahren hat sich die Walmart eben weit über mehr als verdoppelt inklusive Dividenden. Ja. Und wir reden ja hier, ich sag mal, von einem sehr, sehr, sehr langweiligen Wert, also einer Supermarktkette. Ja. Da ist überhaupt nichts Prickelndes dran, überhaupt nichts Spannendes dran. Ja. Aber trotzdem inklusive Dividenden in 5 Jahren eine hohe zweistellige Performance pro Jahr. Ja. Und ein Teil davon fließt permanent aufs Konto. Ja. Und auch Walmart wird jetzt im Januar, Februar wohl die Dividende wieder gut anheben. Ja. Also ich würde dir nicht empfehlen, jetzt gegen mich da eine Wette abzuschließen, dass du sagst, Walmart wird die Dividende nicht erhöhen. Ja. Also den Wetteinsatz, den kannst du schon mal bereitlegen. Ich bin mir da sehr sicher. Die hatten ein exzellentes Jahr und die Dividende wird bei Walmart dieses Jahr steigen, also nächstes Jahr steigen. Und das wird jetzt Anfang Februar dann kommuniziert werden. Ja, macht doch Sinn. Auch. Ja. Das ist ja halt das, was auch sehr gut gelaufen ist, sage ich mal. Ja. Mega, da haben wir ja, sage ich mal, einige Werte besprochen. Ja. Und keine Sorge, wir werden auch mal in einem Livestream demnächst über Value, über Deep Value sprechen. Das ist sehr, sehr nachgefragt, weil natürlich auch viele Leute, gerade viele junge Investoren, haben jetzt auch natürlich angefangen im März, haben jetzt durch teilweise Investitionen in Technologietitel sehr viel Rendite gemacht, haben natürlich dann jetzt auch Portfolios, wo sie dann natürlich auch ein bisschen diversifizieren möchten, ein bisschen Value, also ich habe auch ein paar Value-Titel gekauft die letzte Zeit. Und ich habe viele Leute, die sich dann auch ein bisschen unwohl fühlen irgendwann, weil sie so viel Technologie haben oder weil sie so viel, was ja auch ein Thema war diese ganzen Impfstoff, also BioNTech und oder Wasserstoff und sowas, das ist natürlich gelaufen oder auch eine NIO, aber langfristig muss man da auch gucken, dass man sich so ein paar ich sag mal immer so Anker ins Depot holt, die einfach für Ruhe sorgen. Da können wir gerne mal drüber sprechen in einem Livestream, in einem separaten Livestream, wie man da vorgeht. Mir ist jetzt mal aufgefallen, ich habe einige Aktien, die du genannt hast, mal so angeschaut. Jetzt Walgreens zum Beispiel, da sieht man natürlich von der Bewertung aktuell, es ist sehr attraktiv. Ja. Du achtest ja, oder was sind für dich denn so die Bewertungsmerkmale, wo du sagst, die du so am liebsten hast, sage ich mal, für eine Aktie, wo du sagst, okay, das ist jetzt unterbewertet oder überbewertet? Also diese Informationen, die bekommt man natürlich dann bei nicht allen, aber bei vielen Firmen natürlich aus der Bilanz. Also sehr gut funktioniert das eben, ich sag mal, bei sowas wie Daimler oder Siemens oder auch Walgreens, ja, die ja eben große Assets eben haben, die eben für Milliarden Waren Bilanz haben, die eben also ich sage immer Real Assets haben. Ja. Es gibt ja viele Firmen, da sind weniger Real Assets, ja, und da sind dann eben auch diese Kurs-Buchwert-Verhältnisse sehr hoch. Ja. Aber ich sage mal, wenn ich mir zum Beispiel so eine Coty angucke, die etwas über Buchwert steht, wenn ich mir eine Daimler ansehe, die jetzt, ich sage mal, nur geringfügig über Buchwert
Aktienwert steht. Ja, ich meine, gut, als der Kurs halb so hoch war von Daimler, stand sie eben, ich sag mal, nur bei 55-60% des Buchwertes. Ja, ja. So, aber da, wo Unternehmen eben auch entsprechende Werte in der Bilanz haben, die du eben sehen kannst, sei das eben reale Assets in Form von Rohstoffen oder auch Immobilienbesitz oder wenn du dir mal eben sowas anguckst wie eine Allianz, ja, die riesige Assets in Form von Immobilien besitzen, ja. Man muss sich mal überlegen, eine Allianz schafft jetzt eben die Garantien für die Lebensversicherungen ab, ja, dass es eben nicht mal mehr eine Garantieverzinsung von einem halben Prozent gibt, ja. Aber dass eine Allianz, ich sag mal, mit den Prämien der Sparer, die dort Versicherungen abschließen, zu einem der größeren Immobilienbesitzer weltweit aufsteigt, ja, und dann eben auch, ich sag mal, Mieten und Wertsteigerungen der Immobilien, ne? Aber daran werden ja die Kunden gar nicht mehr beteiligt. Ja. Ja? So. Es gibt viele Firmen, die haben eben reelle Assets und die kann man eben in der Bilanz sich anschauen, die sind dann eben bewertet. Und dann merkt man eben, ist da eine Diskrepanz. Ja? Also das ist schwieriger bei Technologieunternehmen, weil Technologieunternehmen, die haben oft nicht so viele Assets. Ja? Da sind die Assets sehr häufig, sage ich mal, die Mitarbeiter, die Ingenieure, die Tüftler. Ja? Wir sehen ja, ich meine, wir haben ja über IBM mal gesprochen. Ja? Ich meine, IBM war vor 35 Jahren das, was heute Apple und Google und Amazon ist. So, und seitdem führen die ein Schattendasein. Ja? Der Kurs macht nicht mehr sehr viel. Gut, sie sind heute, ich sage mal, ähnlich wie eine Cisco das jetzt ist. Sie sind ein souveräner Dividendenzahler, aber sie sind keine Kursraketen mehr. So, was ist damals bei IBM passiert? Ja, es sind hervorragende Leute von Bord gegangen. Ja, zum Beispiel die drei Gründer, die dann SAP gegründet haben. Ja, so, und das ist natürlich, deswegen ist es natürlich schwer, wie will ich jetzt zum Beispiel eine Google bewerten nach einem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder eben, ich sag mal, auch eine Facebook, ja, weil da sitzen, die sind von den Assets, sind die nicht so reich, aber dafür haben sie hochbrillante Leute an Bord oder auch im Pharmabereich. Ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt eben bei den Medikamenten. Ja, da sind zwei, drei Leute, die verantwortlich sind bei BioNTech. Das ist eben dieses türkische Ehepaar. Und ohne die würde es diesen Impfstoff gar nicht geben. So, wenn die morgen bei BioNTech eben, ich sag mal, alles hinschmeißen würden, ja, ist die Frage, was ist denn BioNTech dann noch wert? Ja, weil so, das ist, ich sag mal, deswegen ist das eben bei so Industriewerten, bei einem Chemieunternehmen wie BASF, bei einer Daimler, bei einer Kraft Foods, bei einer Coty, wo du eben Assets hast, bei einer Allianz, wo du Assets hast, da kannst du eben die Bewertungen eben sehr viel besser machen, auch bei den Banken. Das ist zum Beispiel auch so ein Wert. Ja, meine Banken sind ja absolut unbeliebt, ja. Aber wir haben ja gesehen, was passiert, wenn plötzlich eben kurz vor Weihnachten jetzt dann die Aufsichtsbehörden sagen, nee, die Banken dürfen jetzt doch wieder Aktien zurückkaufen und können Dividenden ausschütten und möglicherweise Dividenden auch im nächsten Jahr erhöhen. Ja? So, die sind auch alle krass unterbewertet. Mhm. Ja? Weil im Moment das Geschäftsmodell eben ein paar Bremsspuren hat. Aber diese Bremsspuren werden nicht für immer da bleiben. Ja, also das ist ja das, was ich sage, man muss wahrscheinlich so ein bisschen sich jetzt auf die Suche machen in dem Kurszettel, ja, und sagen, so, wo finde ich denn jetzt möglicherweise unterbewertete Aktien? Ja, so, wo finde ich Aktien, die einfach in den nächsten Jahren, ich sage mal Potenzial haben, wenn möglicherweise andere Werte, die jetzt eben dieses Potenzial ausgeschöpft haben, dann jetzt mal so ihre verdiente Ruhepause einlegen. Ja. Ja, ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ja, ihr könnt euch ja mal ein paar Werte anschauen, die Helmut jetzt genannt hat, und einfach mal drüber schauen, in die Bilanzen schauen, schaut euch die Kennzahlen an und ja, dann könnt ihr euch da, also wichtig ist vor allem, wenn ihr auch Werte im Depot habt, überhaupt zu verstehen, was ihr da habt und auch mal zu schauen, okay, wie sind die Bewertungen, und ich bin überzeugt, also ich habe viele Aktien auf der Watchlist, die ich mir auf jeden Fall noch ins Depot legen werde. Man muss jetzt auf jeden Fall genauer hinschauen, weil vieles auch heiß gelaufen ist, das ist klar. Ja. Wir sehen es ja auch, wir haben jetzt einen DAX, haben wir jetzt leicht im Plus seit Jahresanfang. Ja, wir haben jetzt im DAX Werte, die sind extremst gut gelaufen. Mhm. Eine Infineon, die ist extremst gut gelaufen. Eine Daimler, haben wir schon gesagt, die ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ist so,
selbst eine Deutsche Bank ist dieses Jahr, gehört zu den Top 4, 5 Performern im DAX. Aber die hat natürlich auch Anfang des Jahres. Die hat ja auch eine traurige Historie. So, aber wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel ja auch ein paar ganz schwache Kandidaten. So, ja. Wie zum Beispiel Bayer. Bayer ist ja zum Beispiel der schwächste Kandidat dieses Jahr im DAX. Ja? Mhm. Aber ich würde Bayer nicht abschreiben. Man sieht, wie das manchmal rotiert. Ja, ich meine, noch vor wenigen Jahren war Bayer der teuerste deutsche DAX-Wert. So, heute in diesem Jahr ist die Börsenkapitalisierung in den letzten 2 Jahren extrem stark zurückgekommen. Und es ist heute eben nicht nur die am schlechtesten performende Aktie dieses Jahr im DAX, ich glaube mit minus 35% oder so, sondern auch in der Gewichtung mittlerweile natürlich drastisch zurückgekommen. Ja, aber wenn man eben mal Bayer ein bisschen genauer anschaut. Ja, und ich hatte ja gerade vor wenigen Wochen ein Gespräch mit Bayer. Ich hatte ja Bayer angeschrieben und hatte denen eben im Prinzip 5 Fragen zur Beantwortung vorgelegt und diese Fragen wollten sie dann eben in einer Telefonkonferenz mit mir zusammen diskutieren. Und das haben wir dann eben vor ein paar Wochen gemacht. So, und da sind natürlich einige Punkte, die im Moment noch Bauchschmerzen verursachen. Aber man findet bei Bayer auch einige Punkte, wo Bayer spitzenmäßig aufgestellt ist. Und da könnten sich die Perspektiven eben vielleicht auch mal irgendwann verschieben. Weil im Moment ist es ja so, die Börse guckt jetzt auf das, was negativ ist. Ja. Und das ist eben, dass man eben weiß, man hat für Monsanto viel zu viel bezahlt und da muss jetzt abgeschrieben und gekürzt und restrukturiert werden. Ja? Aber wenn man ein bisschen tiefer in die Bayer-Bilanz reingeht, und das ist mir eben bei dem Gespräch dann auch bewusst geworden, ja, das Management bei Bayer weiß ganz genau, dass sie da auch einige Perlen im Portfolio haben. Das Problem, was sie im Moment haben, sie können diese Perlen nicht richtig polieren, dass sie so nach außen scheinen, weil sie im Moment praktisch eben ihre Kapazitäten mit einem einzigen Problem abarbeiten müssen. Ja, aber das tun sie jetzt auch. Und deswegen glaube ich, da kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, mega. Ja, da braucht man auch einfach Geduld. Ne? Das ist ja auch vor allem beim Value-Investieren so, dass man, die Frage kam auch letztens in einem Fragesticker, ist es so, dass tatsächlich wenn ein Unternehmen unterbewertet ist, dass es irgendwann wieder zu einer fairen Bewertung kommt? Ja, also wenn das Unternehmen Fortschritte macht und wenn das kann natürlich ein Jahr dauern oder zwei. Das kann halt. Ein Unternehmen, man muss immer bedenken, gerade große Unternehmen, das sind ja keine kleinen Maseratis oder irgendwelche Sportboote, wie der Maurice jetzt hat. Ja, wenn der Maurice dann mit dem Boot mal nach links abdriftet, ja, dann braucht er, ich sag mal, irgendwo 50 Meter, dann driftet das Boot ab. Aber wenn ich jetzt auf der Kommandobrücke eines Flugzeugträgers in voller Fahrt bin, ja, und sagt dann, wir machen jetzt mal eine Kehrtwende, 180 Grad nach rechts. Ja. So ein Flugzeugträger, der reagiert dann etwas träger. Ja. Also bevor der dann einschlägt und dann nach rechts abdriftet, legt der wahrscheinlich vorher noch mal 2 Kilometer zurück. Ja. Ja, das ist das, ein guter Punkt. Ein Turnaround bei einem Unternehmen, wenn man Probleme erkannt hat. Mhm. Das dauert eben heute länger. Ja. Ja, und gerade bei großen Unternehmen, wenn man da eben einfach Fehler entdeckt hat, die man dann analysiert und dann eben das Management sagt so, Fehler ist erkannt, Fehler ist gesehen und dann eben sagt, wie beheben wir ihn jetzt, wie schaffen wir ihn aus der Welt? Die Börse macht das immer alles sofort, die sagt, da ist das Problem, Kurs runter. So, und dann ist der Kurs 30-40% tiefer und dann ist gut. Ja? Und dann kommt das Management und sagt, wir haben... Das sind die Problemlösungen. So werden wir das Unternehmen jetzt neu aufstellen. Ja? Und dann, und die Börse übersieht dann eben, dass das eben etwas länger dauert, als eben dann mal den einen Tag, wo ich dann eben diese Veränderungen im Unternehmen kommuniziere. Ja, 100%. Das hat mir auch letztens ein Unternehmer gesagt. Desto größer das Unternehmen, desto länger dauert es, bis Veränderungen überhaupt sichtbar werden. Ja. Ja. Bei solchen großen Unternehmen dauert das teilweise 1, 2 oder 3 Jahre, dass man sieht, okay, es hat gegriffen. Und am Aktienmarkt ist es teilweise natürlich auch so, dass wenn mal so ein Fehler passiert, gefühlt immer so die Anleger so total enttäuscht sind. Und selbst wenn dieser Fehler fast schon ausgebadet ist, dass das eben lange dauert, bis dann wieder diese Positivität auch zurückkehrt. Ne? Das ist so ein bisschen
Das, was ich auch gemerkt habe, bei so Value-Werten braucht man halt manchmal Geduld. Bei Coty ist es jetzt, glaube ich, schneller gekommen, als man vielleicht dachte. Eigentlich noch nicht mal, weil sagen wir mal so, Coty war ja, also ich habe ja schon Coty gekauft Ende 2018, wo die Aktie schon mal, ich sag mal, auf 6 Dollar abgestürzt war. Okay, so. Krass. Ja, ich hatte ja für etwas mehr als 6 Dollar diese Aktie gekauft. Mhm. So. Und dann war ja der Turnaround eingeleitet, praktisch in 2019. Und die Aktie ist ja dann von 6 schon bis auf 14 Dollar wieder gestiegen. Mhm. So, und dann kam eben Corona und hat das Ganze nochmal massiv verschärft. Und die Aktie ging eben wieder zurück auf die 6, wo ich gekauft hatte, oder knapp über 6. Und sie ging sogar deutlich unter 6. So, dadurch konnte ich natürlich einmal bei knapp 3, ich glaube bei 3, einmal bei 3,60, und ich glaube, den zweiten Kauf, den habe ich ja dann, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, den habe ich dann ja so bei 3, knapp unter 3 Dollar dann gemacht, oder ich glaube 2,6 sogar. Ich müsste die Zahlen nochmal gucken. Also dadurch konnte ich natürlich meinen Einstand nochmal etwas nach unten bringen bei dieser Coty, aber auch das zeigt, die Probleme sind jetzt seit 2 Jahren bekannt. Man war eigentlich schon an einer Lösung dran. Und die ist halt durch Corona brutal kaputt gemacht worden, weil natürlich eben, wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo du eben auf den Verkauf von Pflege und Parfümerie und Düften angewiesen bist, da brauchst du eben den stationären Handel. Ja? Weil das ist eben etwas, was auch noch nicht so stark online gemacht wird. So, und das war natürlich ein Armageddon für die Coty. Du hast eben ohnehin gerade bist in der Restrukturierung, und dann wird dir diese Restrukturierung praktisch durch so eine Krise, wo eben deine Vertriebskanäle dann Wochen und Monate lang geblockt sind, ja, eben noch vollkommen durcheinander geworfen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja, ich habe ja vor etwas mehr als einem Jahr immer wieder haben wir über Kraft gesprochen. Ja, war die Aktie irgendwo bei unter 30 Dollar. Da habe ich immer gesagt, alles, was so unter 30 Dollar ist, ja, die Aktie kam von 90 Dollar, hat eben 2/3 verloren. So, dann hat sie sich eben stabilisiert. Die Zahlen verbessern sich jetzt, und jetzt steht die Aktie, ich weiß nicht, wo sie im Tief war, irgendwo bei 25 Dollar oder sowas, ja. Und jetzt steht sie praktisch wieder bei über 35 Dollar. Ja. Hat also jetzt dieses Jahr eben eine gute Performance hingelegt, kursmäßig über 10%. Wir reden ja hier nicht von einem Highflyer, zahlt eine Dividende von 5% auf diese Kurse, die, oder über 5%, ja. Und ich sehe da auch durchaus, wenn sich dieser Trend jetzt bestätigt, im nächsten oder im übernächsten Jahr spätestens, dass die Dividende wieder steigt. Genau wie bei Coty, da hat das Management ja beschlossen, dann eben die Dividende auszusetzen, hat aber angekündigt, dass sie eben ab April wieder die Dividendenzahlungen aufnehmen wollen. Mhm. Ja. Ja, und also man, aber es zeigt, so ein Turnaround geht nicht von heute auf morgen. Ja, ich meine, Warren Buffett hat vor 1,5 Jahren darüber gesprochen. Ich habe für Kraft Heinz zu viel bezahlt, ja, ist dabei geblieben, und jetzt steigt der Kurs wieder, ja. Mhm. Und arbeitet sich eben Step by Step eben weiter nach oben. Und ich bin da auch ganz guter Dinge, dass es da eben weitergeht. Ja. Und ich finde es auch sehr schön, wenn das eben moderat geht. Also ich sage mal, eigentlich ist mir das bei einer Coty viel zu schnell gegangen jetzt. Ja. Gut, da muss man sagen, da war natürlich der Absturz vorher auch sehr stark. Mhm. Also ich sage mal, eine saftige Korrektur bei Coty wäre jetzt auch mal durchaus angebracht. Zumal man ja sagen muss, da wir ja jetzt zumindest in Europa, und das ist ja auch ein großer Absatzmarkt für Coty, ja, de facto einen zweiten Lockdown jetzt seit einigen Wochen haben, also seit 10, 14 Tagen, der zumindest was Deutschland angeht, wohl eher nicht jetzt am 10. Januar bereits endet, sondern wohl nochmal verlängert wird. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch in Belgien ist, aber ihr hattet da ja auch relativ scharfe Maßnahmen. So, aber das könnte, also mich wundert eigentlich, dass eine Coty so relativ stabil die letzten Tage ist. Also ich hätte hier eigentlich gedacht, dass die Aktie da nochmal ein bisschen stärker eins auf die Finger bekommt. Aber im Moment geht sie nicht weiter hoch. Aber wie gesagt, selbst wenn sie mal korrigiert, ja, also ich sag mal Kurse von 10, 11, 12, 14 Dollar, sind nach wie vor sehr realistisch in der nächsten Zeit, ja, aber,
Aber eine Börse ist nie eine Einbahnstraße, dass es ohne Unterbrechung von 2,50 dann auf, ich sag mal, 12, 13, 14 hochgeht, ja. Das stimmt. So wünschen sich das viele, aber so läuft es ja nicht. Sonst wäre es ja auch langweilig. Sonst hätten wir gar nichts zu erzählen. Nee, cool. Da haben wir, sage ich mal, cooles abschließendes Video gemacht zum Jahr 2020. Ich glaub, es war für uns alle eine riesen neue Erfahrung. Natürlich in Bezug auf die Börse, aber auch so in Bezug auf diese ganzen Maßnahmen, auf das Reisen und so weiter und so fort. Wir haben noch eine Branche ja eigentlich vergessen. Ja. Vielleicht da zum Schluss noch einen Satz, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen. Das Gerne. ist auch so eine Branche, die immer noch 30, 35% tiefer als am Jahresanfang steht. Also immer noch, ich glaube, es ist, glaube ich, die schwächste und die schlechteste Branche überhaupt. Aber jetzt seit anderthalb, 2 Monaten 30% auch wieder zugelegt hat. Das sind die Energietitel, also die großen Ölversorger. Ja? So. Ja, stimmt. Ob das jetzt eine Exxon, eine Royal Dutch, eine Chevron ist, ja, ich meine, und auch hier, viele sind ja, haben ja Royal Dutch im Depot. So, ich habe Royal Dutch auch im Depot. Habe auch eine Exxon und eine Chevron und eine BP im Depot. Und ich glaube, dass dieser Sektor der Sektor ist, wo die Gewinnsteigerungen im nächsten Jahr am deutlichsten sind. Ja, also hier erwarte ich teilweise Gewinnzuwächse von, ich sage mal, zwischen 80 und 90% im nächsten Jahr. Ja, mega. Ja, Sollte also man. immer unter der Voraussicht, dass jetzt eben diese Welt so läuft, wie wir es im Moment eben sehen, dass ein Impfstoff jetzt da ist, dass wir jetzt geimpft werden und dass Das wir, ich weiß sag man mal, noch so nicht. ab Frühling, Anfang Sommer, ich sag mal, so langsam unser normales Leben wieder zurückbekommen. Das heißt also, dass die Leute wieder mobiler sind, dass die Flugzeuge wieder häufiger fliegen, dass also im Prinzip, dass die Industrie wieder anspringt. Ja, die ist ja auch ein ganz großer Verbraucher von Energie und Öl, ja. Also ich würde mich nicht wundern, wenn also wir in 12 Monaten hier sitzen und ich sage mal möglicherweise die großen Ölwerte die absoluten Top-Performer in diesem Jahr werden würden. Interessant. Können wir dann drüber sprechen in dem Ja. Jahr? Können wir da mal Ja. Bilanz ziehen, wie sich das entwickelt hat? Ja. Aber ja, da kann man, vor allem, das ist ja auch dieses, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen hatte, dieses, die Technologiewerte, die haben natürlich alle ein sehr gutes Jahr gehabt und Ja. dementsprechend müssen die erstmal dieses Jahr schlagen, nächstes Jahr. Ja. Und ich sag mal, alles, was so Tourismus, Öl, alles, was nicht so gut gelaufen ist, die können es natürlich schnell einfach verbessern, indem sie jetzt einfach wieder profitabel werden oder zumindest wieder in die Richtung gehen. Und wir haben ja, glaube ich, schon im November gesehen, dass eben viele Tourismusaktien da, ich sag mal, eine Fraport oder so, wieder schnell angezogen sind. Ja. Ja, und das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe jetzt auch schon eine Reise gebucht für April. Ich hoffe, das wird alles klappen. Und du bist ja auch mit deiner Frau eigentlich ein paar Mal Ja, im also wie gesagt, wir sitzen halt vermisst. auch jetzt, ich sag mal sozusagen, seit 12 Monaten oder fast 12 Monaten in Bonn fest. Ja. Wir waren im Januar nochmal in Südafrika und dann waren wir ja unmittelbar vor dem Lockdown nochmal für ein paar Tage in Spanien, also in Barcelona gewesen. So, und Ja. seitdem haben wir eben, ich sag mal, eigentlich Bonn im Wesentlichen nicht mehr groß verlassen. Gut, man ist mal in Frankfurt gewesen, mal in Köln oder Düsseldorf gewesen, aber der Radius ist Ja. sehr eingeengt so und gerade ich bin ja jemand, der da eben sehr mobil ist. Und das ist ja auch das, warum ich eben natürlich glaube, dass sich Zoom durchsetzen wird. Ja, und ich sage mal, es wird mehr Konferenzen geben, ja, wie wir das eben jetzt auch machen und die Firmen werden das nutzen, ja. Aber wir erleben ja jetzt auch, wie wichtig eben, ich sag mal, die Mobilität ist. Wir sehnen uns nach Urlaub, ja. Und im Geschäftsleben werden wir auch eben wieder reisen, weil ich meine, man kann natürlich mit Investoren eben über Zoom-Konferenz, jetzt kann ich mit dir in Belgien, ich kann morgen mit jemandem in Singapur, übermorgen mit jemandem in New York sprechen, aber man merkt eben schon, ob das wir jetzt in unserer Blogger-Szene sind, wir lechzen eben, dass wir uns irgendwann mal wieder in unserer Ja. WhatsApp-Gruppe hier treffen können, weil wir hatten ja
Ende November nochmal ein Treffen in Frankfurt geplant. So, und das mussten wir eben ja Corona-bedingt absagen. Also man merkt eben, so gut und hilfreich diese Technologie ist. Ja. Sie ersetzt nicht eben, ich sag mal, das persönliche Gespräch, die persönliche Begegnung. Ich meine, wir brauchen es halt. Wir merken das jetzt an Weihnachten. Wir brauchen, weil wir könnten ja auch Weihnachten demnächst immer nur noch über Zoom feiern mit den Großeltern und den Eltern. Ja. Ja. Aber wir brauchen es. Oder ich sag mal zum Beispiel überhaupt die Tatsache Restaurants. Also rein vom Notwendigen her könnten wir jedes Restaurant auf dieser Erde heute für immer zumachen. Ja. Weil es gibt Supermärkte, jeder kann sich eben seine Lebensmittel im Supermarkt kaufen. Jeder hat zu Hause einen Herd und eine Küche und kann sich das Essen machen. Ja, aber wir Menschen lieben das eben auch hin und wieder mit Menschen eben irgendwo gemütlich in einem Lokal zu sitzen, was zu essen und zu trinken. Ja, und das werden wir uns auch im nächsten Jahr wieder zurückholen. Ja, ja. So dadurch werden wir eben mobiler. Ja, weil dann sitzen wir halt wieder 10-mal im Auto und fahren in irgendwelche Restaurants dann im Quartal oder sonst was, weil wir uns einfach mit Bekannten und Freunden treffen. So. Und dadurch wird die Weltwirtschaft dann ja eben wieder nächstes Jahr eben deutlich an Fahrt gewinnen. Und das ist teilweise in den Indizes schon eingepreist. So, und ich würde mich jetzt eben nicht wundern, wenn man jetzt Stockpicking macht, ja, dass man vielleicht in 12 Monaten feststellt, hoppla, ja, der ein oder andere Ölwert ist trotzdem nochmal 30-40% gestiegen. Ja, während dann vielleicht der ein oder andere Technologiewert, wenn man da guckt, hoch, der stand letztes Jahr bei 100 und der steht jetzt bei, was weiß ich, 95. Mhm. Ja? Ja. So. Und was ja keine Katastrophe ist, wenn man dann eben, ich sag mal, vor 2 Jahren, ich sag mal, bei 40 oder 50 eingestiegen ist, ja, und wenn er dann Ende des Jahres, sage ich mal, bei 90 steht, hat man immer noch über 100% Performance. Man hat halt dann in diesem Jahr vielleicht halt einfach nur mal 10% Buchgewinne aufgegeben. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, was man eben den jungen Leuten, wo du vorhin sagtest, viele, die jetzt große Gewinne haben, mit ihren Technologiewerten, ja, muss man immer vorsichtig sein. Gewinne haben die ja nicht. Ja. Wenn Leute ihre Technologieaktien dann nicht zum Teil verkaufen, um dann eben zu diversifizieren, also bis zu dem Moment, wo ich eben aus Amazon heute oder eben aus Microsoft mal ein paar Gewinne rausziehe. Ja? So, ich meine, wenn sich jemand letzte Woche gesagt hätte, ich ziehe mal bei Alibaba ein paar Gewinne raus, die sind heute schon sehr viel kleiner. Ja? Also er muss heute schon Investor, ich sag mal, im Jahr 2019, 2018 sein. Also wenn er sie im Sommer gekauft hat, dann realisiert er jetzt, sage ich mal, möglicherweise sogar, wenn er verkaufen würde, einen kleinen Verlust. Ja. Ja? Also das ist, man sollte nie zu viel über Kursgewinne sein Portfolio definieren, weil Kursgewinne, das habe ich in den 39 Jahren schon mehr als einmal erlebt, können sich auflösen. Mhm. Ja? So. Das stimmt. Wir haben es jetzt bei Alibaba erlebt, wir haben es ganz brutal. Bei Alibaba haben wir eine Chance auf ein Comeback. Bei Wirecard gibt es keine Chance auf ein Comeback. Ja? Und, also Kursgewinne, natürlich, wir freuen uns psychisch darüber, wenn wir sehen, dass ein Depot von 100 auf 200 geht. Mhm. Aber wenn das eben, wenn diese 100 Einheiten Kursgewinn ausschließlich unrealisierte Kursgewinne sind, kann ich mir dafür nicht mal eine Tasse Kaffee kaufen. Ja, das ist halt Theorie, ne? Das ist eben das Schöne an den Dividenden, ja, dass man eben einfach sagt, eben man sollte ein Portfolio haben, wo alle großen Branchen alles drin ist. Da hast du dann eben Technologie, da hast du Healthcare, da hast du eben Industrie dabei, da hast du Banken dabei, da hast du Ölunternehmen dabei und das zeigen alle statistischen Auswertungen und Daten mit so einem breit gestreuten Portfolio. Hast du am Ende diese Performance, die du brauchst, ja? Du bist am Ende damit genauso gut, als wenn du jetzt sagst, ich mache die nächsten 30 Jahre alles nur mit Technologiewerten. Du wirst es nur erreichen, indem du eine wesentlich geringere Volatilität hast. Ja? Ja. Weil wenn du jetzt alles in Technologiewerten hast, dann wirst du in 30 Jahren auch ganz gut dastehen. Nur dich wird es wahrscheinlich ein, zweimal richtig runterreißen, genauso wie es dich halt dieses Jahr nach oben gerissen hat. Ja. Ja, das ist das halt. Will man ein Depot, was einer Achterbahn gleicht, oder will man auch ruhig schlafen können? Das ist halt immer so die Frage, was man. Und,
Und wenn man jetzt eben gut so austariert ist, ja, dann, und du hast eben neben deinen Apples und Microsofts, die jetzt vielleicht mal richtig durchatmen, dann vielleicht den einen oder anderen Automobilbauer oder eine Boeing oder mal eine gute Bank dabei oder eben jetzt so eine gute Royal Dutch oder so eine Exxon, ja, die dann, wenn ich da jetzt nicht das komplett fehleinschätze, ja, dann traue ich eben diesen Ölwerten im nächsten Jahr verdammt viel zu. Weil man muss bedenken, auch wenn sie jetzt gut gelaufen sind, ja, und 30% zugelegt haben seit Anfang November, eine Royal Dutch und eine Exxon und eine Chevron stehen immer noch markant unter dem Niveau, wo sie vor 12 Monaten standen. Ja, das stimmt. Ja, die hat es halt sehr hart getroffen und da wird es auch wieder eine Erholung geben, auf jeden Fall. Da sollte man definitiv so den Blick, vor allem auch dieses antizyklische Investieren, geht natürlich manchmal so Richtung, also gegen den Trend, sage ich mal. Ich glaube, da gibt es auch so ein schönes Zitat von Costolani, dass man einfach nicht immer nur das tun soll, was gerade alle machen, sondern sich eben auch die Perlen oder die Unternehmen raussuchen sollte, wo gerade nicht viel drüber geredet wird. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, ne? Dass man da einfach mal, wie du auch sagst, ne? Einfach breit streuen. Und, und dann ist man auch für 2021 gesichert. Ja. Ich bin mal gespannt, wir werden bald den nächsten Stream ankündigen. Ich denke oder ich hoffe nicht, dass wir dann wieder ein Minus haben. Einige Fragen immer, weil die einen Indikator haben wollen. Aber nein, wir haben es, glaube ich, in diesem Jahr oft wir mal. Wir haben zwei, dreimal Timing richtig gut gelegen, ja. Da haben wir uns dann ja abends unterhalten und es ging dann parallel 5-6% an der Börse runter. Ja. Ja. Aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr andersrum sein. Ja. Wobei, wie gesagt, ich meine, du hast ja erlebt, ich bin ja da relativ ruhig an diesen Tagen geblieben und ich hoffe, ich konnte ein bisschen dieser Ruhe runtergeben, weil ich finde, solche stark fallenden Kurse haben auch Charme. Ich meine, jetzt immer vielleicht zum Abschluss ein Beispiel. Ja. Ich hatte ja im Frühjahr hatte ich ja einen Teil meiner Royal Dutch Aktien verkauft. Mhm. So, weil ich einfach so da so ein bisschen die Schwächen beim Management sehe. So. Und hatte ja eben ein Viertel meiner Royal Dutch Aktien verkauft. So. Weil ich irgendwo dachte, mir gefällt das Management nicht und eben durch die Corona-Krise ist das auch nicht ganz sauber, der Bereich. So. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass diese, ich glaube, die Royal Dutch habe ich ja irgendwo bei über 15 verkauft. Ich hätte nie gedacht, dass die ja dann noch bis 10 runterging. Ja? Also praktisch nochmal fast 40% verloren hat. Mhm. Aber es hat mir, dieser Crash hat mir ermöglicht, das, was ich eben bei der Royal Dutch an Verkaufserlös eingezogen hatte, dann eben, ich habe es dann ja zurück in den Energiesektor Ende, Anfang November investiert, und zwar für knapp über 32 US-Dollar in die Exxon-Aktie, weil ich eben, wie gesagt, nach wie vor so ein bisschen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Management von Royal Dutch eben sehe, dass die haben einfach sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. So, aber ich sag mal, wenn man solche Kursstürze hat, ja, dann finde ich, hat das einen unheimlichen Charme. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Exxon nochmal zu knapp 30 Dollar kaufen kann. Ja. Und heute stehen wir jetzt bei 41, 42 Dollar ein paar Wochen später. Aber nichtsdestotrotz, sie ist immer noch deutlich tiefer als vor 12 Monaten. Ja. Ja. Und wie gesagt, also die steht jetzt bei 40 und ich traue dieser Aktie im nächsten Jahr, ich sag mal, Kurse von, ich sag mal, irgendwo zwischen 60 und 65 zu. Mhm. Ja, also da reden wir nochmal über 45-50%. Ja. Ja, also zum Thema Ruhe, das hat man richtig gemerkt, als du in die Streams reinkamst. Das hat sich auch, da habe ich von vielen Leuten Feedback bekommen, hat sich richtig übertragen, weil natürlich gefühlt die ganze Welt nervös war, man wusste nicht die News. Ja. Dann kamst du halt ganz locker in den Stream rein und hast da sehr, sehr in einer ruhigen Atmosphäre halt die Situation so ein bisschen durchleuchtet, obwohl du natürlich auch nicht wusstest, wo geht's hin in Zukunft. Ja. Aber das ist, was ich auch einfach von dir extrem versuche auch zu implementieren, diese Ruhe, diese Gelassenheit und das war einfach klasse. Also das hat echt Spaß gemacht. Vielleicht ist da diese Corona-Krise auch ein gutes Beispiel und das ist das, was, glaube ich, dann für jede Börsenkrise gilt. Ja, ich meine, ich lerne auch jetzt und wenn ich dann irgendwann in 5-6 Jahren die siebte Börsenkrise und den siebten Crash erlebe, ja, stelle ich fest, naja, es gibt noch eine Variante. Ja, also so, ich dachte jetzt nach 5 Varianten von Crashs habe ich alles durch. Mit Corona gibt es jetzt eben eine sechste Variante. Aber
Aber auch wenn immer wieder unterschiedliche Dinge das auslösen und die Dinge auch unterschiedlich lang sind, mal ist ein Crash ganz schnell, wie dieses Jahr, mal, ich sag mal, wie zum Beispiel dann man muss mal überlegen, zu Beginn des neuen Jahrtausends ging der DAX, ich sag mal, 70% über einen Zeitraum von 2,5 Jahren zurück. Ja? Das geht dann auch schon so ein bisschen. Ja, ich meine, so wie wir es jetzt erlebt haben, das ist so ein Schockmoment, ja. Da geht es dann in 4 Wochen richtig schnell runter, ja, wo du praktisch, ich sag mal, siehst, wie schnell sich so die Buchwerte deines Depots reduzieren, ja. So, und das ist natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du dann so siehst, wie sich das so peu à peu reduziert, ja, wie das eben so. Also das heißt, es gibt immer andere Zeitmeter. Aha. Es gibt immer andere Gründe, die das auslösen. Aber, und das ist eben auch das Entscheidende. Und daraus nehme ich eben diese Ruhe. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Ja? So, wir wussten ja eigentlich schon im Frühjahr, dass die Welt irgendwann mal Corona besiegen wird. Mhm. So, das stand ja auch schon, als es losging, fest. Wir wussten nur nicht, wie es ist. Also nehmen wir an, wir hätten keinen Impfstoff gefunden. Ja, dann hätten sich in den nächsten 1,5 Jahren möglicherweise 65% der Weltbevölkerung mit diesem Virus infiziert. Und dann hätten wir diese Herdenimmunität. Und dann bräuchten wir keinen mehr zu impfen. Natürlich mit sehr viel mehr Opferzahlen. So, jetzt haben wir eben, in jeder Krise weißt du, es wird ein Ende sein. Ja? Wenn ein Krieg eine Börsenkorrektur auslöst, dann weißt du, es ist ein Ende. Weil jeder Krieg geht mal zu Ende. Wenn du weißt, eine ganz scharfe Rezession löst jetzt eine Börsenkorrektur aus, weil die Gewinne der Unternehmen kollabieren. Ja? Jede dieser Krisen geht irgendwann mal zu Ende. Wenn du weißt, du hast eben eine Überbewertung, wie im New Economy Bubble, ja, und die Aktien fallen dann einfach, sind dann nicht mehr KGV 40, KGV 30, irgendwann sind sie bei KGV 10 und dann weißt du, dann dreht es auch wieder. Ja? So. Und das ist eben diese Ruhe. Das Einzige, was man eben nicht weiß, wie lange dauert das. Ja? Aber die Märkte kommen immer wieder zurück. Mhm. Und die Unternehmen, die an den Märkten gelistet sind und gehandelt werden, die kommen immer wieder zurück. Ja? Wir verlieren hin und wieder mal das ein oder andere Unternehmen, weil es in die Insolvenz geht, aber die Masse der Unternehmen kommt eben zurück und steht dann, ich sag mal, ein paar Jahre nach der Krise in der Regel sehr viel besser da als eben vor der Krise. Ja. Ja. Und wenn man das weiß, ja, weil wir Menschen sind eben einfach Problemlöser. Ja, wenn wir ein Problem haben, dann machen wir uns auf die Suche, das zu lösen. So. Und bei der Pandemie wussten wir eben, die Lösung kann sein, wir finden keine Lösung. Dann müssen sich 60-70% der Weltbevölkerung infizieren über 2 Jahre und dann wird es automatisch wieder besser. Oder, was jetzt eben die glücklichere und auch etwas schnellere Lösung ist, wir haben jetzt eben einen Impfstoff, der uns möglicherweise von diesem Virus jetzt in den nächsten 3 bis 7 Monaten befreit. Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt, und sehr schöne abschließende Worte auch von dir. Wir haben jetzt hier 1,5 Stunden Content für euch. Da habt ihr bis Ende des Jahres dann noch einiges zu hören. Wir werden jetzt auch gleich nach der Aufnahme mal den nächsten Livestream vereinbaren. Ja. Und mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ja, auch. Maxim, hat mich auch wieder gefreut. Ne? Ja, perfekt. Dann würde ich mal sagen, komm du gut ins neue Jahr, und alle, die uns jetzt zugehört haben, dann auch. Habt einen guten Wechsel ins neue Jahr. Und ja, dann wollen wir mal hoffen, wenn wir in 12 Monaten wieder mal Revue passieren. Ja. Und wollen wir mal hoffen, wie das Jahr jetzt eben wird und was es uns noch eventuell an Überraschungen dann präsentieren wird im Laufe des Jahres. Ja. Ja, weil es wird sicherlich Dinge geben, über die wir heute nicht gesprochen haben, weil wir sie heute noch nicht wissen. Ja. Und sie werden kommen. Ja. Aber sie können auch positiv sein. Das gibt es auch. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass du eben plötzlich positive Dinge erlebst, die du überhaupt nicht auf dem Radarschirm hattest. Ja. Und schwupps sind deine Börsenkurse 20% höher. Ja? Also, es ist alles möglich. Ja. Voll. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Und danke fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Video.